Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Wir befassen uns heute mit zwei Themen. Einerseits Debatte um die neue Griechenlandhilfe und andererseits natürlich um Syrien. Wir haben uns eindeutig und eingehend mit der Debatte um ein neues Hilfspaket für Griechenland befasst. Zuerst einmal möchte ich mit einem Märchen aufräumen. Wie auch in der Vergangenheit handelt es sich hier nicht um ein Hilfspaket für Griechenland und schon gar nicht für die griechische Bevölkerung. Es handelt sich erneut um ein Hilfspaket für die Banken, die im Übrigen von Griechenland Wucherzinsen verlangen und von daher schon dafür sorgen, dass die Kredite niemals zurückgezahlt werden können. Aber wie auch immer, Wolfgang Schäuble hat die Aufgabe übernommen, früher Frau Angela Merkel den Offenbarungseid zu leisten und deutlich zu machen, dass die Griechenland-Zahlungen ein Fass ohne Boden werden, die die Steuerzahler teuer bezahlen müssen. Und wir werden nach der Wahl frühestens erleben, um welche Dimensionen es sich handelt und um welche Summen die deutschen Steuerzahler oder die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen in Deutschland hier herangezogen werden. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass Per Steinbrück wenig Grund hat, die Backen aufzublasen. Sein Vorbild Gerhard Schröder hat mit dazu beigetragen, dass Griechenland mit der Angabe von falschen Zahlen in den Euro aufgenommen wird. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Rot-Grün erneut nicht angreifen kann. Die aktuelle Bundesregierung, weil sie eben selber Dreck am Stecken haben. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass die SPD und die Grünen allen Maßnahmen, und zwar allen falschen Maßnahmen der Merkel-Regierung zugestimmt haben. Und jetzt eben deutlich wird, welche Folgen das für Griechenland hat und welche Folgen das auch für die Steuerzahler hier im Land haben. Die einzige Partei, die zu diesen Maßnahmen Nein gesagt hat, war und ist die Linke. Für uns steht eines fest: Über neues Geld kann nur geredet werden, wenn eine Beteiligung der hohen Vermögen in Griechenland sichergestellt wird. Ich spitze es einmal zu: Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass die griechischen Millionäre einmal mehr ungeschoren bleiben, während die kleinen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen zur Kasse gebeten werden. Deshalb schlagen wir zwei Maßnahmen vor. Erstens, die griechischen Millionäre sollen ein Solidaropfer bei einem Freibetrag von 1 Million Euro oder alles, was über 1 Million Euro hinausgeht, von 50% leisten. Gleichzeitig werden alle Guthaben griechischer Millionäre und Milliardäre über 1 Million eingefroren und mit der griechischen Steuersünderliste abgeglichen. Kommt heraus, dass sie nicht ordentlich Steuer gezahlt haben, müssen sie diese nachbezahlen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch mal hinweisen, dass unsere Position, dass die ganzen Kürzungs- und Verarmungsprogramme gegenüber Griechenland nicht zum wirtschaftlichen Erfolg geführt haben, leider so eingetreten sind. Nicht nur, dass wir in Griechenland soziale und wirtschaftliche Verwüstungen erleben, auch erweist sich, dass die Schulden nicht zurückgezahlt werden, sondern durch diese Politik die Schulden immer größer werden und gleichzeitig die Kosten für die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen hier im Lande ebenfalls wachsen. Zweitens zur Situation in Syrien. Wir wissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Giftgas eingesetzt wurde. Aber der letzte Beweis ist noch nicht vorgelegt worden. Wir wissen noch nicht, um welches Giftgas es sich handelt. Das werden wir vielleicht im Laufe des Tages oder des nächsten Tages erfahren. Aber wir erleben, dass jetzt schon einige wissen, wer dafür verantwortlich ist. Und genau wissen wollen, wer Schuld hat. Der Tonfall verschärft sich stündlich und es sieht alles danach aus, als ob die USA und Großbritannien
zu einem Militärschlag gegen Syrien entschlossen sind, auch ohne UN-Mandat. Wir befinden uns teilweise inmitten einer rhetorischen Kriegsvorbereitung. Für uns bleibt es dabei, Krieg beendet keinen Krieg, Gewalt lässt sich nicht mit noch mehr Gewalt beenden. Wir sind strikt dagegen, dass der Westen jetzt in diesen mörderischen Konflikt militärisch eingreift. Das wäre eine weitere blutige Eskalation dieses Konfliktes mit fatalen Folgen für die Zivilbevölkerung. Der erste und wichtigste Schritt wäre jetzt ein sofortiges, multilaterales und totales Waffenembargo gegen Syrien. Wenn etwas die syrischen Grenzen überschreiten soll, dann sind es Medikamente und Lebensmittel. Die syrische Zivilbevölkerung braucht Ärzte und keine Soldaten und schon gar keine Bomben. An einer Verhandlungslösung führt kein Weg vorbei. Oberstes Ziel muss das Ende der Gewalt in Syrien sein. Eine Verhandlung, in die auch alle beteiligten Staaten mit einbezogen werden müssen, nicht nur Russland, auch der Iran, auch Saudi-Arabien. Wir fordern die Bundesregierung auf, alles für das Zustandekommen einer internationalen Syrien-Konferenz zu tun, mit allen Beteiligten, und dafür zu sorgen, dass diese so schnell wie möglich stattfindet. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an eine gern verdrängte Tatsache. Die Bundeswehr steht mit Männern und Technik in der Krisenregion. Mehrere Patriot-Raketensysteme und eine dreistellige Zahl von Bundeswehrsoldaten sind in der Türkei stationiert. Die Türkei hat sich heute de facto zur Kriegspartei erklärt. Sie will Teil einer Koalition gegen Syrien werden. Das heißt nichts anderes, als dass das defensiv ausgerichtete Mandat der Bundeswehr faktisch beendet ist. Wir können jeden Moment Teil eines heißen Krieges werden, und zwar auf der Seite der angreifenden Mächte. Das wurde aber niemals im Bundestag beschlossen, und das darf nicht auch passieren. Die Bundeswehr muss sofort mit Mann und Maus aus der Krisenregion abgezogen werden. Im Moment zählen alle besonnenen Stimmen doppelt. Die Logik der Waffen führt nicht weiter. Wir appellieren deshalb an die Vernunft aller Beteiligten, auch hier in Deutschland, für eine friedliche Lösung zu sorgen.